Moin Moin, Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Christian. Ich präsentiere euch heute für unseren YouTube-Kanal Modbox den Laser 6205 Turbo vor. Der Traktor wird zur Verfügung gestellt von Grimlock RRC und der, die Modder schreiben ihre eigene Modbeschreibung, dass der Traktor für alle Plattformen zur Verfügung steht, also auch für unsere Freunde der Konsole, sprich PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, auch ihr und wir können den Modder runterladen und nutzen. Ja, wenn euch unser Modbox schon gefallen, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr Daumen nach oben da lasst. Schreibt gerne mal in die Kommentare, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Mods zu verpassen, würde ich mich sehr freuen. Und wenn euch für die Kaufmann-Inhalte im LS interessiert, alles, was Giants und deren Partner zur Verfügung steht, schaut mal unter dem Video, da einen Link dazu. Wenn ihr diese Links nutzt, dann unterstützt ihr McManus und den Entwickler und das würde uns natürlich sehr, sehr freuen. Ja, was haben wir hier? Wir haben hier einen Traktor, gefühlt basiert auf den Burcher, nee, Birch, Bircher, nee, Bircher ist unser Bürgermeister OTF. Basiert auf den Bührer, Entschuldigung. Zumindest würde ich sagen, kommt das Ganze hier sehr, sehr nahe. Aber ihr seht schon, die Farbgebung ist komplett, ist stark. Also texturtechnisch ist das Ding absolut on point. Auch hier seht ihr innen drin, ne? Die Teile in so einer Goldlegierung oder so, richtig gut gemacht. Also das muss ich sagen, da kann man sagen, dass da ist wirklich viel Detail drin. Tractor Speed und so weiter. Wenn wir uns mal reinsetzen, mal erinnern sich, wir machen mal an. Ich mache Musik kurz aus. Ihr seht beim Starten wir auch die Bremse getreten oder das Gaspedal. Jetzt ist er an, wenn wir es losfahren. Ihr seht, es wird geschaltet. Und da sieht man auch in der Mitte das Bührer in dem Tachometer. Seht ihr das? Also ist das, also der Traktor quasi nur einmal umgebaut. Aber ihr seht, er fährt 47. Sehr, sehr ordentlich. Lichttest, aber schon da vorne, aber schon da hinten, aus. Rundumleuchte hat er auch verbaut, eine zumindest. Und Blinker, seht ihr, funktionieren auch. Also da ist einfach alles gegeben. Auch hier von außen seht ihr, der Fahrer ist animiert. Gut, die rechte Hand ist ein bisschen auf dem Schoß gelehnt. Also schalten tut er nicht. Nee, schalten tut er nicht, okay. Die rechte Hand ist halt einfach nur angelehnt. Aber zumindest nicht irgendwo komplett verkrüppelt, dass sie irgendwo rumhängt oder so. Oder komplett unnatürlich Handbewegung ist. Ja. Hooper da auch. Also ihr seht, das passt soweit. Ich finde natürlich, die Farbgebung ist natürlich richtig krass. Also ich meine, das kann man alles konfigurieren. Und dann machen wir das nochmal. Wir gehen im Shop unter DLCs und Mods und haben hier das gute Stück. Den Laser 6205 Turbo. So, standardmäßig kommt der mit 150 PS daher. 47 km/h schnell für einen Grundpreis von 59.000 Euro. So sieht das Ganze aus im Normalfall. Jetzt gibt es die Motorausführung. 150 PS, 175, 205, 205 ist das Maximum. Aber ich finde 205 ist schon ordentlich. Dann gibt es verschiedenste Reifenhersteller. In den Reifenherstellern gibt es Breitreifen mit Gewichten und Doppelbereifung. Hinten, ne, seht ihr ja. Dann könnt ihr die Hauptfarbe. Die Hauptfarbe ist jetzt hier der Rahmen quasi. Ne? Nicht standardtypisch, sondern nur spezifische Farben. Wir nehmen mal diese. Designfarbe ist eigentlich die Motorhaube. Das sieht man nicht so gut. Nehmen wir was Helles. Sowas hier. Dann seht ihr, da ist diese Pyrafarbe gefühlt. Oder in Schwarz, ne? Also da könnt ihr euch natürlich austoben, wie ihr wollt. Oder in Chrom. Und Felgenfarbe dasselbe, ne? Könnt ihr euch auch wild, also nicht alle Farben, aber die viele, viele Farben, oder einige Farben könnt ihr nutzen. So, wenn ihr das Ding so wild durchkonfiguriert mit den größten Motorenleistungen und kommen halt nochmal 12.000 dazu. Sprich, für 71.000 habt ihr zumindest einen 205 PS starken Traktor. Ihr seht hier mit der Werkzeugbox. Also recht gut gelungen, das ganze Teil. Ja. Und mehr kann ich jetzt noch nicht sagen. Außer, dass wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Daumen nach oben da. Schreibt gerne mal in die Kommentare. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren Mods zu verpassen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Euer Christoph von der Modbox. Ciao.